Party People, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Samstag, wir haben das geilste Wetterchen und es ist Traditionstag. Also besser kann es doch eigentlich heute nicht werden, außer dass wir die 3 Punkte zu Hause behalten. Und ja, wir spielen heute gegen den HSV. Ihr fahrt natürlich gleich mit mir zum Betze, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir warten nämlich noch auf Besuch, aber die sitzen auf der anderen Seite des Stadions. Die sind nämlich HSV-Fans, aber das darf man ja nicht so erwähnen. Da kommt ein Schmetterling, hallo. Der wäre mein Kaffee. Strange. Naja, auf jeden Fall bin ich heute Morgen wach geworden. Ich wurde nämlich gestern im TikTok-Livestream gefragt von ein paar von euch, was so mein Tipp ist. Und gestern wusste ich es tatsächlich noch nicht. Und heute Morgen bin ich wach geworden und dachte, wir gewinnen heute 2-1. Ich weiß, es wird ein hartes Spiel und es wird ein harter Kampf. Und ich hoffe und ja, drücke die Daumen, dass die Jungs alles geben. Aber ich habe irgendwie so im Gefühl 1-2-1. Und das wäre absoluter Kracher. By the way, absoluter Kracher, der seid nämlich auch ihr. Absolut krass, was unter den Videos gegen Heidenheim abging. Und beziehungsweise wie oft ihr die geschaut habt, die Kommentare. Tausend Dank an euch für euren Support. Und eine Sache noch, wenn ihr meine Videos schaut, dann lasst doch einfach ein Like da und abonniert doch meinen Kanal, denn ja, damit helft ihr mir auch ein bisschen zu wachsen. Und verpasst natürlich kein Video mehr. Aber ich würde sagen, ich trinke jetzt meinen Kaffee fertig. Ich habe natürlich heute schon mein Traditionstrikot ausgepackt. Heute geht es nicht im gewöhnlichen Trikot, sondern im Traditionstrikot. Und ja, ich warte jetzt auf meinen Besuch und dann schwingen wir uns in die Karre und fahren Richtung Lautern. So und so. Und? Ich habe hier jemanden getroffen. Der wollte unbedingt mit ins YouTube-Video. In YouTube-Video. Sie hat es ganz vergessen. Wir sind hier zugange auf dem ehrwürdigen Bittenberg, ja, wo ich seit 1990 besuchen tue. So lange schon, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Echt? Bist du so jung? Bin schockiert, ne? Siehst du mal. Definitiv. Was tippst du denn heute gegen HSV? Ich tippe, dass wir verlieren. Oh, ehrlich? Ja. Ich habe 2-1 getippt für uns. Ist kurz weiter Wetter. Ich wünsche der Hamburger, weil ich doch ein bisschen Verwandtschaft will aus Hamburg, ja, ne? Aber trotzdem, Lautern, ich für mich schon immer so ein Verein. Zeit, wirklich. 87 war ich mit meiner älteren Moldau. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war ich FCK-Fan und war damals in Köln. Ich war damals in Berlin. 2-mal eigentlich, ja, Pokalsieger, ne? Also hast du alles mitgemacht? Absolut. Super. Absolut. Bin ich ein bisschen neidisch auf dich. Das habe ich noch nicht mitgekriegt. Weil ja? Da war ich halt noch nicht so groß. Ja, ne? Ja, du bist ein bisschen jünger. Ja. Ne? Und aber, dass diese Euphorie jetzt überschwappt und diese Euphorie durch dein Video richtig rübergebracht worden ist, was damals in Nonscha war, ja, fand ich super. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Also ich würde sagen, rundum ein erfolgreicher Spieltag. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht, aber hören könnt ihr mich wahrscheinlich auch nicht mehr gut. Meine Stimme ist auch nicht mehr so da. Aber what the hell? Was für ein Spiel? Unfassbar. Und mal wieder zwei Joker-Tore, ne? Das ist irgendwie, haben wir so das Joker-Glück. Boyd reingebracht, Bab, Tor. Opoku, absoluter Wahnsinn. Also, ich würde sagen, die Emma und der Franz dürfen nächstes Jahr wiederkommen. Dann bleiben die Punkte zu Hause. Muss man die Chefin hier fragen, wie sie das Fazit sieht. Chefin, zieh mal das Fazit. Hallo. Ich möchte bitte keinen Kommentar. Okay, kein Kommentar. Aber war schön, oder? Ja. Kalt, schön. aber schön. Hätte besser sein können. Ja, also. Gut, ich habe ja 2-1 getippt für uns. Aber also ein Tor hätte ich euch ja gegönnt, aber wir nehmen auch das 2-0. So, wir kuscheln uns jetzt gleich erstmal ins Auto und wärmen uns ein bisschen. Und dann düsen wir nach Hause.